Hi, grüß euch. Ich bin Alexander Angermann und bin bei der Deutschen Bahn angestellt als Fahrdienstleiter. Hallo, ich bin Anastasia und ich bin auch bei der Deutschen Bahn angestellt als Projektkauffrau. Und wir machen heute Bilder. Züge erraten! Woo. Uns wurde gerade ein Bild hingelegt und wir sollen erraten, was das ist. Weiß nicht, vielleicht da im Hintergrund sieht man noch eine Dampflokomotive. Also vielleicht ist das ein Kohlewagen, der dahinter gezogen wird, wo man die Kohle dann dafür transportiert. Also ich hätte gesagt, das ist die Schienen vom Eis befreit, hätte ich gesagt. Das ist ein wilder Guess. Weil guck mal, wie das da unten aussieht. Das sieht, als ob das so eine Heizung ist. Das könnte alles Mögliche sein, oder Schienenbau oder sowas. Wird damit Sprit transportiert? Das ist auf jeden Fall, also nicht Menschentransport. Deswegen, nee, das ist Güterverkehr, hundertprozentig, ja. Hundertprozentig, ja. Sieht mir irgendwie so wie so ein Brückenteil aus oder irgendwas, oder so eine Bunkeranlage, irgendwie sowas, was da transportiert wird. Also das sieht schon sehr, sehr merkwürdig aus. Für Brennstoffe? Ah, okay. Also kleiner Bunker quasi, so wie ich das fast gesagt habe. Also guter Verkehr, ja. Sieht aus wie ein Mähdrescher, so dieses Blatt davon. Ja, irgendwas mit, so mit Verbrennung zu tun haben wahrscheinlich. Motorteil, irgendwie sowas. Ich hätte gesagt, irgendwie Kohleverbrenner oder so. Da sieht man einen sehr alten Aufbau aus Metall. Vielleicht ist das ein Brunnen oder irgendwie. Sieht ein bisschen aus wie eine Pumpe, vielleicht zum Betanken mit Wasser von alten Lokomotiven. Das sieht irgendwas für einen Hafen aus. Aber ich glaube, ich bin schon in die richtige Richtung. Irgendwas für einen Hafen. Es hat auf jeden Fall viele Rohre. Und warum hat das hier so einen Anker? Mich irritiert dieses runde Ding vorne. Ja, mich irritiert dieser ankerähnliche Knubbel da. Naja, also, nee, keine Ahnung. Das ist bestimmt irgendwas zum Bremsen. Also es ist unten an der Lok dran und dann kann das liefert Bremsflüssigkeit oder so. Das musst du aber wissen, Fahrdienstleister. Was will ich? Ich bin jetzt im Büro. Ich bin nicht auf der Strecke. Ich kenne meinen Bildschirm. Ich war damals auf der Strecke, jetzt sitze ich auch im Büro. Eine Bremsscheibe. Sieht so ein bisschen aus wie ein Bremsklotz, wobei das. Da ist ja auch noch ein Rohr dran, was da vor das Rad dran geht. Das heißt, da wird wahrscheinlich Sand dran gesammelt, damit Züge sanden können. Es sieht sehr zangenartig aus. Das ist bestimmt irgendwas an der Oberleitung, dass der Zug besser mit der Oberleitung connecten konnte. Nee, nee. Aber das, was soll das sein? Also das wird ja dann wahrscheinlich an die Schiene montiert, aber ich habe das noch nie gesehen. Ladungssicherung irgendwie zum Einhaken oder so? Rollschutz oder so? Ich hatte gesagt, zum Verbinden von mehreren. Jetzt bin ich komplett raus. Eine Feder, irgendwie zum Abfedern von den Unebenheiten. Ich habe das Gefühl, wir haben richtig viel Ahnung von der Bahn.